Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro Exodus. Ja, da es jetzt gerade wirklich so spannend Los, ist. Los, Atiam. Mir geht es schon besser, mit wirklich. Ihr, die ja gerade Blut gehustet hat, unsere gute Frau Anna. Sehr, sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Der Doktor damals von den komischen Kannibalen, haben wir ja letztes Mal erfahren, hat ihr gesagt, ihre Lungen würden sich zersetzen. Die anderen hier wollen es scheinbar nicht so wahrhaben. Wir gehen jetzt hier rüber. Erfahren das. Und somit mache ich jetzt heute tatsächlich mal eine sehr, sehr lange Aufnahmephase im Metro wieder. Ist vielleicht nicht gut, weil es vielleicht wieder dazu führt, dass ich nächstes Mal wieder überhaupt nichts mehr weiß, aber dafür dann jetzt wenigstens. Also, Artyom, kannst du mir sagen, was wir jetzt machen? Lassen Sie uns konstruktiv sein, keine Panik schieben. Und Katja, was glaubst du? Ich glaube, dass es nicht klug ist, der Diagnose eines Degenerierten zu glauben. Ein Umzug von der feuchten Metro in die Wüste mit trockener Hitze und Sandstürmen ist Stress für die Lunge. Ich glaube auch, dass sie vorher schon Symptome gezeigt hätte, wäre Ganz es das mein Gas Gedanke. Gewesen. Daher werde ich sie erstmal nach bestem Wissen untersuchen. Außerdem reisen wir zu diesem Tal voller Waldluft. Die allein könnte sie schon heilen. Ich mische mich nur ungern ein, aber ist etwas passiert? Anna hat Blut gehustet. Mein Gott. Meinst du wirklich, es liegt am Sand? Klingt für mich mehr nach TB. Ganz TB kriegen wir in den Griff. Wir haben genug Antibiotika. Frische Luft hilft dabei auch. Aber was? Was, wenn dieser Degenerierte recht hatte, Katja? Was machen wir dann? Gibt es ein Medikament? In unserem Dorf gab es eine Flakbatterie. Zu Beginn des Krieges erhielten sie ein neues Medikament. Es hat viele Menschen vor Gas und allgemeinen Vergiftungen geschützt. Ich schaue mal Mamas Aufzeichnungen durch und suche den Namen raus. Ich glaube, es wurde in Novosibirsk hergestellt. Okay. Novosibirsk. Jermak, deine Meinung? Für Anna würde ich bis zum Ende der Welt fahren. Und Novosibirsk ist gerade bei 2000 Kilometern. Da ist das beschlossene Sache. Wir fahren zu Ventar. In Russland ist das nicht, aber... Wenn es geeignet ist, bleiben wir dort. Sollte sich Annas Zustand verschlechtern, suche ich mit einer Gruppe Freiwilligen nach dem Medikament. Also, Katja, bitte finde den Namen heraus. Mach ich. Keine Sorge. Eine Sache noch, Artyom. Ich möchte in diesem Tal keine Überraschungen. Du bist unser erfahrenster Späher. Also nimm die Motordraisine, einen Freiwilligen und sieh dir alles an, Hilfe, bevor wir eintreffen. Lass uns erstmal zurückgehen. Der Zug ist zu eng für uns beide. Meine Fresse. Jetzt verstehe ich, warum sie in letzter Zeit so mies drauf war. Ich musste die ganze Zeit daran denken. Er sieht plötzlich so nett aus jetzt, ne? Sie hat auch einen Hüftschwung hier. Also hier kommen eure Befehle. Erstens, Ruhe bewahren. Der Plan steht. Wir fahren zu diesem Tal mit seiner frischen Luft und dem sauberen Wasser. Und dann siedeln wir uns dort an. Sollte Annas Gesundheit... Papa, bitte! Ich wiederhole, Anna. Falls es dir schlechter gehen sollte, so gibt es ein Medikament, von dem Katja uns erzählt hat. Falls nötig, werden wir es für dich finden. Es klingt nach einem guten Plan. Ich möchte auch sagen, Leute, macht euch keine Sorgen. Es ist schon schlimm genug, dass ich euch die Party verdorben habe. Ach, komm schon, du hast gar nichts verdorben. Ich habe mir wohl zu viele Gedanken über den Mist von dem Kerl in Yamantau gemacht. Obwohl es bestimmt nur der Sand und das Wüstenklima sind. Natürlich, daran wird es liegen. Genau das haben wir gerade besprochen. Also gut, ein Toast. Auf euch, Leute. Seid einfach fröhlich. Ich darf nicht. Ich kann nicht. Ein guter Toast! Ich hab kein. Hab ich, warum hab ich nichts? Ich hab nichts. Jetzt hab ich. Oh Gott, ich will dieses Lied voll daneben. Über uns. Na klar! Warum steht da ein Glas in der Luft? Ein Becher, meine ich. Yeah. Приехал на фронт со своей молодой женой.
Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Ich habe jetzt hier richtig Story und richtig Stimmung wieder. Мы уже 70 лет нас учили, что жизнь это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешались с золой. И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. А кругом горят факелы, это сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас сражали под звуки маршей, нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей, пора вернуть эту землю себе. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Das ist definitiv über uns. Da kommt sogar ein Oberst drin vor. Ja, es wird Zeit, dass wir uns dieses Land zurückholen. Und eine Sache noch. Wir wollen keine Überraschungen wie an der Wolga oder in Yamantau. Daher schicken wir einen Spähtrupp mit einer Motordrasine voraus. Artyom braucht einen Freiwilligen zur Unterstützung. Ich nehme mich! Ich prüfe das Tal auf Herz und Nieren, bitte! Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Aljoscha nur gucken will, ob es da Amazonen oder überhaupt Frauen gibt. Sehr gut, dann ist alles geklärt. Ehrlich, ich beneide dich, Stepan. Du hast eine ganze Familie bekommen, eine Frau und ein Kind auf einmal. Und du musst dir keine Sorgen um Windeln oder Bauchweh machen. Nein, das ist nicht gut. Wir haben nichts gegen Windeln, Herr Oberst. Tatsächlich haben wir sogar vor, Nastja einen kleinen Bruder zu bescheren, wenn sie nichts dagegen hat. Ich hätte lieber eine Schwester. Wir könnten zusammen Puppen spielen. Ich könnte mich um sie kümmern. Mit deinem Bruder könntest du Spartaner und sonst Einsatztrupp spielen. Hier, da habe ich sogar so eine, ne? Hier kann ich mir so eine schöne Dogtag hier. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin es leid. Ich würde gerne in den Ruhestand gehen. Ein wenig das Leben genießen. Du kannst gar nicht in den Ruhestand. Du bist zu jung. Ich bin alt, Nastja. Bist du nicht? Du hast gesagt, dass Leid nicht gut ist, Nastja. Aber was soll ich denn machen? Deine Mama hat dich, aber meine Anna hat kein kluges Mädchen wie dich. Papa! Sag nicht Papa zu mir! Ein 20-Jähriger denkt vielleicht nicht über Kinder nach, aber ich würde gerne noch meine Enkel zu sehen bekommen. Klar, du könntest ihnen den Nahkampf beibringen. Gleichzeitig schießen wir zwei Pistolen! Also, bekloppt der. Natürlich, du bist herzlich willkommen, Nastja. Opa Miller wird allerdings nicht aufgeben, bis er eigene Enkel hat. Hast du gehört, Artyom? Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Sie ist wunderschön, sportlich.
klar, mit dem Gewehr bin ich olympiareif. Ich verstehe ja, wenn man in der Metro keine Kinder haben will. Dunkelheit, TB, Ratten, Mutation. Aber hier? Schon gut, Papa. Heute Nacht beginnen wir mal mit der Problemlösung. Das so. Doch so. In diesem Sinne. Ja, ehrlich, die haben doch sowieso nichts zu verhüten, oder? Auf die Wiederbevölkerung der Erde. Auf Kinder. Ja, auf Kinder. Auf Kinder. Genau wie Wasser. Oh, das ist zu stark. Auf die neue Kolonie. Möge sie wachsen Nächste. Und gedeihen. Auf die neue Kolonie. Zu schnell. Ups. Und auf weitere Frauen, die hinzukommen. Aljoscha, an dir habe ich nie gezweifelt. Warum hat sie eigentlich so komische Glühwürmchen? Ich glaube, darüber solltest du dir keine Sorgen machen. Wenn alles klappt, werden Menschen zu uns kommen. Ehrliche, gute Menschen. Ich bin sicher, die haben auch überlebt. Tja, und sollten böse Menschen aufschlagen? Werden sie das noch bereuen? Oh, ganz bestimmt. Wenn wir die faulen Äpfel aussortiert haben, können wir dann überlegen, was wir mit Moskau unternehmen. Das ist wohl wahr. Oh Gott, ich sage, ich muss wieder aufpassen, dass sie mehr redet. Ich weiß nicht, wie das mit der Musik ist, ob die irgendwie Probleme macht. Verdammt, die Sonne brennt heute. Ambrosia. Du bist dran, Artyom. Na los, beeindrucke uns. Und was? Die Hitze ist echt unerträglich. Und was? Und was soll ich wen beeindrucken? Oh, jetzt kommt noch mehr Musik. Alle gehen? Dann gehe ich auch. Ja, ja, ganz ruhig, hier mit der Mucke. Okay, kann ich auch wieder ausmachen? Die wollen nicht, dass ich die Mucke wieder ausmache. Das kann ich auch verstehen, das ist auch schöne Mucke, aber irgendwie ist das nicht so. Komm hier, euch machen wir auch mal wieder aus hier. Das haben wir jetzt schon zu oft gehört hier, komm. Das nervt zwar auch, aber ich hätte es gleich auch ausschalten können. Ich wollte das gerade, aber falsche Maustaste gedrückt. Ich wusste nicht, dass die andere Maustaste ist. Hallo, Artyom. Hallo, mein Freund. Wie du siehst, kümmere ich mich nach dem Wüsteneinsatz gründlich um die Waffen. Ich hasse Sand, das ist mal klar. Der ist rau und ja, grob und gelangt überall hin. Das stört mich ohne Ende. Sobald wir dieses Höllenloch also verlassen haben, beginne ich mit dem Reinigen und Warten. Und Dukat? Freundlich wie er ist, seine freiwillige Hilfe angeboten. Nice. Freiwillig? Am Arsch! Du bist ein Sklaventreiber, wie dieser Baron. Tja, dann hättest du die Ubojnik nicht in den Sand mitnehmen sollen. Ist immerhin keine Kalaschnikow. Danach konnte man damit nicht mal mehr schießen. Gott sei Dank. Ich wusste gar nicht, dass man überhaupt damit schießen kann. Also, junger Mann. Glück gehabt. Spacken, ey. Ja, es ist echt ein Rätsel, wie diese Banditen ihre Waffen in dieser Wüste funktionstüchtig halten. Die sind in der Tat gut. Die Waffe, die du mitgebracht hast, ist definitiv handgemacht. Saubere Arbeit. Und auch gut gewartet. Da wird mir warm ums Herz. Tja, ich hätte auch gut abgeliefert, hätte ich die Chance gehabt. Die TH mit der neuen Munition hätte da Wunder bewirkt. Ich bin aber sicher, ihr werdet das später noch ausprobieren. Nun ja, du hättest sie alle grillen können. Hätte ich. Ja, auf jeden Fall musst du dir um die Waffen keine Gedanken machen, Artyom. Bis zu unserem nächsten Halt sind sie wieder wie neu. Hahaha.
Nee, ich bin ganz zufrieden mit unserem. Was ist denn das? Das ist fast perfekt. Dieser Sand ist wirklich übel. Ich muss wohl noch mal ran. Ich gehe noch mal drüber. Nur für den Fall. Man weiß ja nie. Ja, mach das mal. Wir gehen mal zurück zum Muggel. Setz dich zu mir, Atjan. Na gut, aber ich möchte nicht mehr Musik, weil wegen Musik hat immer so Probleme wegen Gamma und so. Ah. Komm, gib mal Gitarre her. So, Musik ausmachen. Soll halt wahrscheinlich Staub sein, ne? Dieses Glühwürmchenzeug. Gut hier auch. Jetzt mal her drüben. Ich muss tatsächlich sagen, dass bei Metro Exodus hier die Charaktermodelle halt ziemlich geil sind, ne? Also die Leute sind halt teilweise echt gut gemacht, die haben echt tolle Dings, also gerade ich so, wenn ich mir so Stepan oder hier Dings angucke, hier Sam ist halt auch, finde ich, richtig gut. Wie die irgendwie so mit den der Anzahl an Falten und so irgendwie was ganz Natürliches an sich haben, finde ich. Klasse, das ist ein schönes Lied. Aber es sind eher die Männercharaktere, die gut sind. Stepan, könntest du uns das Lied von Borisin spielen? Gerne. So wie das gleiche, ne? Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Köpfchen. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им. Ja, jetzt merke ich auch gerade, dass das Lied definitiv der Text nicht genau auf die passt. Und ja, also Frage ist halt jetzt tatsächlich, ob das ein bekanntes Lied oder so ist. Da kenne ich mich echt leider nicht aus. Ich bin tatsächlich in russischer Musik nicht so bewandert. Oh, sehen die Russen, ne? Das ist nicht gut und ich weiß gerade nicht so ganz, wie wir jetzt weiterkommen. Ich glaube, wir müssen hier wieder hin. Ja, Marc, hast du noch was zu sagen? Einmal machen hier, muss man doch. So sieht also ohne Mütze aus. Ich weiß nicht, ob man die vorher schon ohne Mütze gesehen hat, aber... Aber eigentlich finde ich gut, dass die Zugstrecke hier auf wegen ist auch einigermaßen so intakt ist, ne? Und das hier sieht immer noch so geil aus, wenn hier das Wasser da so... Das Wasser da und die Textur, also das... Ich finde das so komisch, wie halt manche Texturen im Spiel halt eben echt... Die Landschaftstexturen haben teilweise echt Probleme, aber diese Texturen hier sind halt einfach der Hammer, ne? Da kann man halt echt nichts sagen. Das ist so geil.
Obwohl, die hier an der Seite ist jetzt auch schon wieder so ein bisschen schwierig hier, ne? Die ist auch ein bisschen unscharf. Aber das Teil hier vorne, das ist der Hammer einfach. So, aber jetzt wirklich wenigstens für die letzten 10 bis 20 Minuten der Folge hier nochmal ein bisschen was reinhaben. Nicht nur dieses ganze Rumgesinge und so, sondern auch mal ein bisschen anderer Content. Ich kann nicht behaupten, je religiös gewesen zu sein. Aber jetzt bitte ich alle Götter, auf Anna aufzupassen. Möge das Tal ihre Krankheit heilen. In der Zwischenzeit haben Aljoscha und ich einen Aufklärungseinsatz. Keine Ahnung, was uns dort erwartet, aber Aljoscha scheint überzeugt zu sein, dass zahlreiche Frauen seine Ankunft dort begierig erwarten. Vielleicht ist sie auch so. Sollte das wirklich der Fall sein, dann habe ich den bestmöglichen Begleiter für diesen Einsatz. Das ist doch schön. Dass man denkt, das Spiel stürzt ab, ne? Ja, ich bin recht angetan. Oh, wir sind schon in der Motor-Tresen hier. Aber die war die noch weiter hinten dran hier gehabt. Die macht den Kopf ganz klar. Noch nie habe ich solche Luft gerochen. Sieht doch so gut aus. Ich wette, wenn wir eine Woche dort verbringen, wird nicht nur Anna geheilt sein, sondern dem Oberst werden sogar die Füße nachwachsen. Ich glaube auch. Wir haben sogar Musik dabei. Oh Gott. Verdammt, was für eine holprige Fahrt. Ja, nicht so. Vorsicht, Reh. Ach. Aha. Ich hoffe, sie hält unser Gewicht. Wir sollten die Aurora kontaktieren und ihnen sagen, dass sie die andere Strecke nehmen sollen. Machen wir mal Rehbock, glaube ich. Aurora, bitte komm. Die Aufklärung. Hört ihr mich? Ende. Ich glaube, das ist das Biom, wo man in der Gamescom-Demo war. Diese Strecke wird die Aurora nicht tragen. Nehmen Sie die Hauptstrecke. Ende. Ich verstehe. Hier sind ein paar Reparaturen nötig. Das bedeutet eine Verzögerung. Das ist schon schick hier. Das ist richtig schick. Wie ist die allgemeine Lage dort? Ende. Ich gehe mal ein bisschen weiter rüber. Die allgemeine Lage hier ist der absolute Wahnsinn, Herr Oberst. Anna wird es hier bestimmt gefallen. Boah, dann geht's richtig. Die Kette da, wie die rumschwenkt. Das ist schön. Aurora, Ende und aus. Alles gut. Der Plan ist also schon. Wir begeben uns schon jetzt. Überprüfen ihn schnell und sagen ihnen, sie sollen herkommen. Sie können okay. Diese schöne Gegend nur an. Ja, das Willst ist doch wirklich toll. Auch, dass sie schon eher hier sind? Zum Beispiel die Kirche. Und die ganzen guten. Die ganzen guten. Lebewesen und was nicht alles hier dagegen. Geil, alle Ausrüstung, die ganze Ausrüstung weg. Yay! Halleluja! Möglicherweise begann da an dieser Stelle tatsächlich die, ja, ich glaube genau hier begann die Demo, die man auf der Gamescom damals spielen konnte. Oder auch nicht. Unsere Leute haben deinen Freund geschnappt. Ich kann aber sehen, dass ihr zwei keine Banditen seid. Ich werde dir helfen, solange du keine Dummheit machst. Oh, jetzt ist die gerade aber gut. Jetzt muss ich los. Bleib nur außer Sichtweite, dann ist alles gut. Okay. Oh.
Wow, oh, das sieht hier wirklich so geil aus. Nice. Ich bin so glücklich, dass wir aus dem Wüstenbiom wieder raus sind. Ne? Das, also die, ich weiß nicht, die Texturen im Wüstenbiom waren halt wirklich irgendwie nicht gut. Also die Steintexturen sind hier halt immer noch nicht gut. Aber an sich sieht es halt hier viel geiler aus. Hier sind halt eben nicht so viele Steine und Landschaft, die halt scheiße sein können. Keine Ahnung. Unser Schatten ist ja hübsch. Ja, doch. Hier, da hat die... Doch, doch. So hat die Demo gestartet damals. Nice, echt. Ich habe den Anfang nicht so richtig mitbekommen. Also ich konnte halt, also generell ist das blöd, ich habe die damals echt schnell leider durchgespielt, die Demo, und konnte mich echt nicht gut darauf konzentrieren, weil ich vorher 4 Stunden, glaube ich, in der Schlange stand und echt dringend pinkeln musste. Das hier, der Teil hier, diese Hütte wurde immer als Beispiel für die ganzen Raytracing-Sachen genommen. Für bei der RTX-Werbung. Vor allem, ich glaube, es war noch bei der Gamescom damals vorstand noch irgendwie was davor, von wegen, dass man irgendwie halt richtig sneaky sein soll oder so, oder irgendwas, was einen irgendwie so veranlasst hat zu glauben, dass man irgendwie wirklich möglichst sneaky sein muss. Oh, geil! Echtzeit Raytracing Reflexion. Nur exklusive uns selbst. Aus. For reasons. Also auch Echtzeitreflexion? Weiß man nicht. Aber das ist eine Echtzeitreflexion, ja. Die ist cool. Ist das eigentlich auch mit den Schatten, sind glaube ich auch alle, ne? Echtzeit Raytracing. Was auch ziemlich cool ist. Also von den Fangen, obwohl, na, ne. Doch, hier, ja. Ja, doch, ich schätze schon. Obwohl die Schatten, also sind halt auch so schon relativ akkurat. Wenn du halt normal sowas in der Engine machst. Deswegen ist es halt vielleicht nicht ganz repräsentativ. Das heißt wahrscheinlich Mörder? Oder? Tak Wudet. Tak Wudet. Oder ist es ein B? Vielleicht ist es auch ein B. Also vielleicht ist es auch Tak Wudet. Kasch. Ist es ein Sch? Ich glaube, es ist ein Sch. Eins der vielen Sch. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht ist es so ein Z. Ich, Kasch. Dwim. Es ist halt schön, wenn man Russisch einigermaßen lesen kann, aber es, das halt irgendwie trotzdem nichts bringt irgendwie, ne, weil man halt trotzdem kein Russisch kann. Ich habe mal bei Duolingo Russisch angefangen, aber irgendwie nie so wirklich weitergemacht. Ich mache momentan, momentan mache ich Japanisch bei Duolingo. Auch eine Zeit lang Dänisch gemacht, sogar relativ weit Spanisch habe ich ziemlich weit gemacht. Fallen checken. Always check for traps. Klingt jetzt voll, als hätte ich den Spruch irgendwie irgendwo her, aber das war jetzt so komplett. Das war jetzt so mein Spruch.
Ich hoffe, er kam so ein bisschen so cool rüber, als wäre er jetzt so, als wäre es ein Spruch, den man von irgendwo kennen müsste. Das ist schon schön, ne? Schon schön. Bisschen rot bei euch auf dem Bildschirm, aber ich schätze mal, das ist nicht so, wenn man es dann final sieht. Das ist schon. Und guck mal, wie gut das Spiel halt nämlich läuft, ne? Und das ist auch, also das hätte mich auch echt schockiert. Also das hätte echt nicht sein können, dass das vorhin dann nämlich so komisch lief. Ohne den Grafikkartentreiber, weil ich meine, das hier, ne? So sieht das eigentlich aus. Ich meine, das läuft. Die Grafikkarte ist zwar zu 99% ausgelastet, aber ich meine, das läuft ja hier flüssig. Kann man ja nicht, da kann man ja nichts sagen. So. Plumpsklo? Kommen wir nicht hin. Können wir nicht eben mal kurz einen abseilen? Wird uns nicht gegönnt. Das sind, glaube ich, wieder die Shrimps. Dieses Geräusch gefällt mir nicht. Hat mich da gerade jemand mit einem Pfeil beschossen? Hat man? Okay, noch gibt's nichts. Wirklich Neues. Okay, vielleicht sollte man denjenigen helfen. Wäre vielleicht nur fair. Mit Pfeile. Genau da bin ich letztes Mal auch schon hingegangen. Da kam sehr schnell dann. Das sind sie. Lass mich mal was passiert. Ha! Wenn der nicht gut war, dann weiß ich auch nicht. Ich hab was gegen Puppen hier. Das ist gruselig. Weg damit. Gott. Es gibt anscheinend irgendwie Aggro-Wölfe. Kann man dir noch irgendwie helfen, mein Freund? Du hast auch eben gerade noch dich beschwert hier. Seine ja, ganz ungesunde Hautfarbe hier, ne? Ja, auch. Das sah eben gerade aus, als glatt aus, als wäre es mal einer gewesen, aber es wohnt doch nicht. So, jetzt natürlich die Frage. Wo längst? Wir kommen da, jetzt könnten wir theoretisch komplett hoch. Ich weiß nicht, ob wir uns da einfach schon mal so längst trauen sollen, etwas in Sachen hier rumprobieren. Oh Gott. Boah, es ist aber halt, es ist, man kann halt auch nichts sagen, ne? Es ist und bleibt halt geil. Also außer, dass wir halt die Kamera hier nicht so wirklich bewegen können, das bleibt halt nicht so geil, aber... Ich fühle mich gerade aus irgendeinem Grund so ein bisschen an dieses neue Spiel erinnert. Someday You Will Return. Fragt mich nicht warum, also die Gegend ist hier halt so ein bisschen gerade so, ne? Obwohl es halt eigentlich ganz andere Gegend ist, aber weil das andere spielt halt unter den Tschechien. Und wir sind halt hier wahrscheinlich halt schon seit längerer Zeit im asiatischen Teil von Russland. Oh,
Oh, die fliegen gleich alle hoch hier, die Vögel, ne? Oh, ist das schön. Ach, schön. So wünscht man sich doch. Schöne Musik. Bisschen giftigen Filz sammeln. Ist das schön hier, ne? Diese Musik. So Anime-like. Oder Horrorspiel. So macht das gleich halt so ein bisschen. Also die Szenerie macht so ein bisschen so Vanishing of Ethan Carter Feeling, ne? Auch mit der Musik jetzt so ein bisschen. Der sieht ja cool aus. Test, die eine Taste von meiner Tastatur hätte sich verklemmt. Da wäre ich jetzt ausgerastet. Also das nicht, aber bin ja nicht der komische dumme Junge, will Unreal Tournament spielen oder wie auch immer das Video heißt. Tatsächlich musste ich aber neulich auch zu meinem Schock feststellen, ich habe so eine Funktastatur mit so einem Trackball. Ich musste neulich zu meinem Schrecken feststellen, dass die Escape-Taste fehlte plötzlich. Und die Taste daneben. Richtig gut. Das ist Escape und F1. Und sie haben sich zum Glück wieder angefunden, aber fand ich nicht so witzig. Ist das das Haus, wo ich drin war? Ja, ne? Ich glaub schon. Übrigens hatte ich auch das Problem, also falls ihr euch fragt, warum es letzte Woche kein Metro gab und so, ich hatte mehrere Probleme. Das erste war, dass erst ich ein Treiberproblem hatte nach dem Windows-Update, dass meine Maus nicht ging. Beziehungsweise es hat sich dann rausgestellt, meine Maus ist scheinbar kaputt von der Workstation. Deshalb habe ich jetzt hier gerade so eine Behelfsmaus und hatte zwischendurch dann eben auch diese Tastatur hier dran mit dem Trackball. Das hat mich aber irgendwann so genervt, dass ich mir von meiner Schwester eine Maus geliehen habe. Ja, hat mich ein bisschen geärgert, weil das, also wenn die jetzt wirklich kaputt ist, das muss ich nochmal rausfinden, wäre das halt ziemlich scheiße, finde ich, weil die ist halt erst in Anführungsstrichen vielleicht irgendwie so 5 Jahre alt oder 4. Das ist, finde ich, halt für eine Maus nicht viel. Ich finde, eine Maus darf ruhig mit länger als 4 Jahre halten. Also das würde mich echt ein bisschen ärgern. So, da sind wir gerade eben hergekommen, ne? Ja. Ja, und auf jeden Fall war das halt auch so richtig nervig, dass halt eben aber mit Windows das dann halt erst, das alles nicht funktioniert hatte, dann musste ich die ganzen Treiber da, Quatsch, nicht die ganzen Treiber, also es gab halt eben einen Treiberfehler und dann hat das halt die ganze Zeit immer aufgeploppt da, das letzte angeschlossene USB-Gerät funktionierte nicht ordnungsgemäß, bla 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 bla, und das hat, ist halt alle 3 Sekunden, ist das halt immer wieder aufgeploppt, dieses Fenster, ich konnte nichts dagegen machen. Und so konnte ich halt eben den Rechner echt nicht benutzen. Und auch wenn ich in die in den Gerätemanager gegangen bin, war da dasselbe Problem, dass dass auch der Gerätemanager sich alle 3 Sekunden aktualisiert hat, ich da also auch nichts verändern konnte. Das war echt ein bisschen doof. So, da oben müssten jetzt gleich 2 Gegner sein. Wenn ich mich richtig erinnere. Naja. Und dann ging es danach noch weiter mit dem Rechner, weil dann war das Problem, dass ich plötzlich in Premiere tatsächlich, weil die, also es war echt anscheinend nicht genug Platz auf der Festplatte frei, um in Premiere zu rendern. Also es war halt mehr als doppelt so viel Platz, wie das Video, was ich rendern wollte, gebraucht hätte, war auf der Festplatte frei. Das hat aber anscheinend nicht gereicht, sondern erst als ich jetzt 100 GB freigemacht habe, konnte ich wieder rendern. Das musste ich aber auch erstmal rausfinden, dass es tatsächlich daran liegt, weil ich konnte es mir bei so einer riesen
Menge Speicherplatz echt nicht vorstellen, dass das Ding wirklich 100 GB Speicherplatz braucht, um meine blöden Videos zu rendern. Weil er halt wohl irgendwie so viele temporäre Dateien dabei schreibt. Weil er hatte halt immer einen Fehler in den XMP-Dateien gemacht, dass er irgendwie die nicht dazu schreiben konnte. Und ja, das war dann halt irgendwie alles blöd. Schöne Kinder mit Tauben hier. Und mit irgendwelchen Fanfaren. Achso, es war wohl mal eine Trompete. Naja, Typ mit Gewehr. Dachte, das wäre eine Spitzhacke. Deswegen konnte ich dann halt immer nicht rendern. Also die Videos waren dann halt eben nicht, ne? Die Dateien waren dann einfach kaputt nach dem Rendern. Wegen halt dem fehlenden Speicherplatz. Und ja, jetzt konnte ich das halt zum Glück endlich beheben. Und dann sollte das funktionieren. Wie es hier jetzt weitergeht, das sehen wir, denke ich, dann erst in der nächsten Folge. Und dann mache ich auch für heute jetzt hier Schluss. Das BZW. Schauen wir mal kurz, ob wir Gegner frei hier sind. Dann können wir uns auch dieses Gebäude noch mal kurz anschauen. Vielleicht speichert sie noch gleich nochmal. Guck mal, hier jetzt gerade zum Beispiel gespeichert, das ist doch schön. So, dass wir dann hier gleich den Part beenden können. Ach, das ist schon spannend hier. Ja, vielleicht einfach hier in diesem Haus. Hier in diesem Haus beende ich den Part. Bis dann, Leute. Und tschüss, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder.